Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich habe mich ein bisschen mit Vector Network Analyzer beschäftigt. Ich wollte mal einfach verstehen, wie das so funktioniert. Es braucht, um den Einstieg ein bisschen zu schaffen, braucht es nicht ein High-End-Produkt, sondern ein billiger Nano-VNA, zum Beispiel für $50. Es gibt andere Produkte in diesem Bereich. Auch ein bisschen höherwertige, die aber alle auf demselben Prinzip aufgebaut sind, die bis $100 gehen, meistens in den China-Läden oder über eBay erhältlich. Meistens ist es so, dass diese Billig-VNA durchaus als Lernobjekt tauglich sind, das ist kein Problem. Wenn man einfach mal zum Beispiel verstehen will, wie so ein VNA geht, wie eine Smith-Chart entsteht, dann ist das durchaus empfehlenswert. Man wird aber bald merken, dass die Software bei diesen Billigstprodukten nicht gerade super ist, sondern eher rudimentär. Und ich habe mich dann nach einem Billig-VNO habe ich mich dann für ein besseres Gerät oder ein hochwertiges Gerät entschieden, und zwar den VNWA von DG8SAQ. Eigentlich deshalb, weil die Software sehr, sehr gut ist. Die ist einiges höherwertiger als die China-Produkte. Die Software ist auch in deutscher Sprache verfasst und es gibt natürlich sehr viele unterstützende Dokumente, sei dies in den Foren, sei dies auf der Seite des Herstellers. Es gibt auch viele Bücher dazu und deshalb habe ich mich für dieses Produkt entschieden. Das Produkt sieht wie folgt aus. Das ist dieser Low-Cost, sagt man, 1,3 GHz Network, Vector Network Analyzer. 1,3 GHz ist ein bisschen hochgegriffen, das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, was man machen will. Die Dynamik nimmt dann sehr, sehr stark ab. Sehr gute Dynamikbereiche, man kann das in den Datenblättern nachlesen, ist bis 250, 270 MHz durchaus gewährleistet. Dann hat man 90 dB. Das ist ein hervorragender Wert. Darüber nimmt die Dynamik dann ab, bis auf etwa 50 dB. Je nachdem, was man machen will, ist das durchaus ebenfalls noch brauchbar. Ich will mich nicht mit dem VNA beschäftigen. Da gibt es viele Dokumente dazu. Ganz speziell bei SDR-Kits findet man sehr viel dazu, wie man die kalibrieren will. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Messungen machen will. Aber das ist ein anderes Thema, das lasse ich mal den diversen Foren und auch SDR-Kits, da gibt es sehr viele Dokumente. Was ich möchte heute, ist mich mit den Grundoperationen eines VNA zu befassen. Ganz, ganz einfach. Also ich werde mich nur auf zwei Beispiele beschränken und da ein bisschen Anleitung geben. Ein sehr empfehlenswertes Buch für den Einstieg ist von Joachim Müller, Einführung und Praxisleitfaden, sehr zu empfehlen. Ich habe viele Sachen aus diesem Buch genommen. Es gibt dann eine ganz gute Dokumentation von Jörn Bartels, DK7JB aus Osnabrück, hier die Mail und hier die Webseite. Da gibt es Webshops, Workshops, sehr viele Dokumente und die habe ich mit Dankbarkeit aufgenommen und auch viel daraus entnommen. Dann das ausgezeichnete Buch, das sich speziell mit dem VNWA befasst, von Gerfried Palme. Es gibt zwei Bücher, hier sind die Dokumente dazu und die Links. Was ich machen möchte, sind zwei Dinge. Zwei Beispiele, das ist alles. Einmal eine Schaltung mit einem Kondensator und einem Reinwiderstand und einmal mit einer Spule respektive einer Induktivität und einem Widerstand. Ganz, ganz einfach. Die Vorbereitungen dazu. Ich habe mir mal einige Teile aus China zugelegt. Für tiefe Frequenzen geht bei mir Qualität manchmal vor, Preis vor Qualität. Und ich habe mir mal 50 Stück SMA-Stecker gekauft. Dann so ein Buch mit Komponenten aus SMD. Warum SMD, komme ich dann noch darauf zu sprechen. Und dann noch ein Sortiment von SMD-Induktivitäten. Da kann man eigentlich praktisch alle Experimente machen, die zum besseren Verständnis dienen, die auch in den diversen Foren und Dokumenten diskutiert werden. Vielleicht eben, warum SMD und nicht einfach ganz gewöhnlich mal einen Widerstand nehmen und einen Kondensator und messen.
Man sieht das sehr gut, also plötzlich ist dann eben ein Kondensator kein Kondensator mehr. Bei höheren Frequenzen wird er dann plötzlich zur Spule. Ich habe das mal dargestellt, also wenn man das so lötet, das sollte man tun, nicht tun. Für ein Experiment reicht das immer noch. Das ist schon die bessere Variante, die habe ich hier dargestellt. Und wenn man das dann ein bisschen komfortabler und ohne zusätzliche Induktivitäten oder wenigstens optimierten Induktivitäten machen will, sollte man SMD-Bauteile nehmen. Man sieht das hier, was ich da mal aufgezeichnet habe, bei Frequenz um, ich habe mal der Einmarker 10 MHz genommen, das ist so meine Standardberechnungsbasis 10 MHz, dann sieht man, dass ich einen 220 Picofarad Kondenser genommen habe und ich habe einen 50 Ohm Widerstand in Serie geschaltet. Dann sieht man, dass man bei etwa 116 MHz plötzlich von kapazitiv auf induktiv wechselt. Das ist bei dieser Konfiguration, also mit ein bisschen längeren Drähten, obwohl die nicht sehr lange sind. Es gibt schlechtere, eben dieses Beispiel, viel schlechter. Und dann bei SMD, und dann sieht man, es passiert auch, aber bereits bei einer viel höheren Frequenz. Also Vorsicht, ein Kondensator, wenn er bei höheren Frequenzen betrieben wird, kann durchaus plötzlich zur Induktivität werden. Ich bin mir bewusst, dass es x Varianten von Kondensatoren gibt und die dann auch unterschiedlich reagieren. Ich habe hier SMD genommen und hier ein ganz gewöhnlicher Keramikkondensator. Einfach noch, damit man das ein bisschen besser sieht, das ist die Version mit den längeren Drähten. Man sieht hier, ich habe hier einen Marker gesetzt. Bei 116 MHz dreht der bereits auf induktiv und die Kapazität ist weg. Die dreht dann plötzlich auf negativ, respektive eben induktiv. Bei die obere Hälfte, vielleicht noch zur Erinnerung, ist die induktive Seite beim Smith Chart und hier haben wir die kapazitive Seite. Dann hier auch noch ein bisschen vergrößert, das ist die kurze Variante. Da sieht man, 10 MHz habe ich 223 Picofarad und der dreht bei 158 MHz. Also, wenn man viel kürzer kann ich es nicht mehr machen als SMD, aber man sieht, Vorsicht, wenn man so schnell einen Kondensator einfügt, plötzlich merkt man, dass der gar nicht wirkt, weil eben bei einer höheren Frequenz der Kondensator plötzlich zur Induktivität wird. Hier die Beispiele, wie ich die Experimente vorbereitet habe. Ich habe immer so einen SMD-Connector vorbereitet und dann eine Spule zum Beispiel mit einem Serienwiderstand. Hier das Langprojekt mit einer variablen Induktivität, hier mit einer Spule. Hier die längere Version Kondensator, dann eine Induktivität mit einem Serienwiderstand. Hier dasselbe mit einem Kondensator, hier eine größere Spule. So habe ich mir x Varianten mal zurecht gelötet. Und jetzt gehen wir da in Medias Res und berechnen mal ein Beispiel. Das erste Beispiel ist ein Widerstand von 51 Ohm mit einer Kapazität in Serie von 22 Picofarad. Die Systemimpedanz nehmen wir immer mit 50 Ohm an, das kann man auch anpassen, man kann jede beliebige Impedanz einstellen, aber weil wir ja Generatoren und Teile im Amateurbereich oder auch im Labo meistens 50 Ohm habe, wähle ich einfach per Default 50 Ohm Systemimpedanz. Man kann dann den kapazitiven Blindwiderstand berechnen, die Formel findet man überall. Ich habe hier die in meinem Beispiel eingesetzt, die Werte eingesetzt und komme dann auf 72, also ungefähr 72 Ohm. Damit wir das in einem Smith Chart plotten können, müssen wir das normalisieren. Kann man hier online machen, ohne dass man diese komplizierte Rechnung hier irgendwo auf dem iPhone oder irgendwo eintippen muss. Ich habe es da mal gemacht. Die Werte eingetippt, das ist dann die Z51, J72, die J72 sind dieser Wert hier. Und wenn man das normalisiert,
muss man durch die Systemimpedanz dividieren. Also die 51 durch 50, 72 durch 50, das gibt dann diesen Wert, den wir jetzt in den Smith-Chart eintragen können. Ich habe den Smith-Chart ein bisschen halbiert, damit man das überhaupt sieht. Also die 102 eingetragen hier, dann die 144 eingetragen, das gibt dann einen Schnittpunkt für diese Impedanz Z 102, 144. Interessant ist jetzt das Ganze natürlich zu überprüfen, und zwar mit dem VNA. Wiederum, das ist die Ausgangslage, das ist gerechnet und jetzt habe ich mal dieses Teil beim VNA eingefügt. Und siehe da, wir haben 10 MHz wieder, die 223 Picofarad, das ist ein paar Picofarad daneben. Und jetzt haben wir bei diesem Messpunkt, den ich hier vorher auch gehabt habe, hier, diesen Messpunkt. Und diesen Messpunkt habe ich dann ausgewertet und das sind diese Daten. Und man sieht ganz schön, hier habe ich es noch ein bisschen vergrößert, man sieht sehr schön, dass ich hier die 50 Ohm, 50,2 Ohm habe, es ist ein 51 Ohm Widerstand und hier die, die Impedanz von 71,3 gemessen, es sind 72 nächtlich, also ganz gut. Also diese zwei Teile, diese zwei Dinge stimmen ganz genau überein. Das war eigentlich schon das erste Experiment. Dasselbe machen wir jetzt mit dem induktiven Widerstand. Die Formeln sind ähnlich, einfach anstelle von 1 über das ist es direkt mit den Henrys hier in Millihenry. Ich habe mal 470 Millihenry genommen, ausgerechnet gibt es ca. 31 gerundet, wiederum normalisiert, dann der Widerstand, der fällt hier, habe ich die Zeilen vergessen, ich habe einen 20 Ohm Widerstand genommen hier, 20 Ohm Widerstand und dieses imaginäre Teil von 31, der wir berechnet haben, normalisiert, das gibt dann die 0,4 und die J62 als positiver Wert, weil es ja eine Induktivität ist. Das tragen wir wieder in das Smith-Chart ein, ich habe das gemacht von Hand, ja, so mit dem Filzstift, hier die, die 0,62, ja, irgendwo, hier ist 65, irgendwie von Hand eingetragen, 62 und hier die 0,4 habe ich da eingetragen und das gibt dann diesen Wert, diesen Schnittpunkt. Auch hier wiederum ausgewertet, berechnet hier und dann die Tat und Wahrheit, was wir dann auf dem VNWA auslesen können. Hier die 20 Ohm, hier die 31, das ist der Wert, der mein Marker hier abgibt. Hier nochmal, was ich eingetragen habe, die 0,62, das ist dieser Wert, und hier die 0,40, ich habe da noch eine Linie gezogen, bei 0,40 und bei 0,62 habe ich auch eine Linie gezogen. Und das gibt dann diesen Schnittpunkt, der genau hier liegt. Also auch hier, der berechnete Wert, der von Hand eingetragene Wert, diese Dinge stimmen überall überein. Das wollte ich eigentlich zeigen, das ist eigentlich schon alles. Das war mein ganz kurzer Exkurs zu einem VNA mit ganz, ganz Basisinformationen, die doch ein bisschen einen Einblick geben, was man machen kann. Es gibt jetzt viele Bücher, viele Foren, viele Dokumente. Sie können sich da beliebig mit dieser Anleitung vielleicht, wenn sie hilfreich ist, durchhangeln. Verschiedene Werte eingeben, verschiedene Werte einlöten und mal schauen, was Ihr VNWA macht. Natürlich gibt der VNWA viel, viel mehr her, als ich Ihnen gezeigt habe. Das war einfach so ein kleiner Ausblick, wie man das auch begreifen kann. Ich hatte es lange nicht intus, jetzt weiß ich in etwa, wie so ein Ding funktioniert. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.